Vielleicht läuft dieses Video gerade auf deinem Laptop, wenn du nebenher mit deinem halben Auge die Olympischen Spiele schaust, auf deinem Fernseher in deinem Zimmer. Vielleicht laufen gerade die Bobsled-Meisterschaften, bei denen es darum geht, in einem Schlitten, ob nun alleine oder zu zweit, möglichst schnell den Eiskanal hinunter zu jagen. Du schaust dir diese Menschen an und siehst diese Männer in diesen unfassbar engen Anzügen und du denkst dir, das kann es nicht sein. So kann man sich öffentlich nicht präsentieren. Aber das ist ein Fehler. Schau dir diese Männer an, was sie auf sich nehmen, vor der Weltöffentlichkeit in diesen Anzügen aufzutreten, ob nur alleine oder aufeinander. Was sie tun, um möglichst schnell durch den Eiskanal hindurch zu flutschen. Was nehmen sie auf sich? Alles. Es geht ihnen nur um eins. Es geht ihnen nicht um das Aussehen. Es geht ihnen darum, in dem, was sie wirklich wollen, am erfolgreichsten zu sein, so erfolgreich zu sein, wie es nur irgend möglich ist. Und dazu brauchen sie diese Anzüge. Und das ist genauso, wie du deinen Anzug brauchst, wenn du tagsüber zur Arbeit gehst. Genauso muss sich der Anzug auf deiner Arbeit anfühlen. Genauso wie der Anzug bei den Bobsled-Meistern bei den Olympischen Spielen. Vielleicht ist das nichts für dich und du würdest dich zurückwünschen in deine komischen Botten zu Hause, die du eigentlich einfach nur trägst, weil sie gemütlich sind. Aber was erreichst du mit ihnen? Was erreichst du mit deinen Botten, wenn du einfach nur auf deinem Sofa hängst und dabei die Olympischen Spiele schaust? Nichts kannst du damit erreichen. Das ist nichts. Wenn du morgen früh wieder in deinen Jogginghosen da sitzt, dann sind wir wütend. Denn das hast du nicht verdient. Steig in deinen Anzug und mach was draus. Wie die fast nackten Rodler bei den Olympischen Spielen, wenn sie durch den Eiskanal flutschen.